Für Pützchens Markt, den großen Vergnügungspark auf Zeit in Pützchen bei Bonn am Nordrand des Siebengebirges, beginnt der dritte von fünf Spieltagen mit dem Marktsonntag. In der vorausgehenden Nacht ging der Budenbetrieb mit Lichter, Zauber und Lautsprechergetöne bis 3 Uhr durch. Am Sonntagmorgen wird der Markt nach kurzer Schlafpause alljährlich um 9 Uhr mit einem musikalischen Wecken wiedereröffnet. Die Spielleute kommen immer aus Orten im Umkreis von Pützchen. In diesem Jahr werden sie vom Tambourchor aus Oberkassel gestellt. Das morgendliche Ständchen vor dem Marktamt dauert bis zum Beginn der Schaustellermesse um 10 Uhr. Während dieser Zeit werden die Vorräte der Imbissbuden ergänzt. Dann ist auch der kirchlich beauftragte Zirkus- und Schaustellerseelsorger, ein Palutinerpater aus München, auf der Festwiese unterwegs, um seine anbefohlenen Schützlinge zu besuchen. Hier soll ein neuartiges, auf Pützchens Markt erstmals eingesetztes Fahrgeschäft, der sogenannte Mondlift, geweiht werden. Bei der Kabine mit der Steuerungsanlage wartet der Besitzer mit sämtlichen Familienangehörigen. Der Schaustellerpate wird bei der Weihhandlung vom Ortspfarrer aus Pützchen, einem Abgeordneten des Marktamtes und den Vertretern des Schaustellerverbandes begleitet. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's, Herr Winter? Oh, ganz gut. So, wunderbar. Nicht ganz ausgeschlafen. Ja, den Pfarrer kennen Sie ja. Ja. Anderen Herren auch alle. So. Morgen. Guten Morgen, Herr Winter. Hallo. Morgen. Haben wir das Schätzchen schon guten Morgen gesagt? Moin, Schätzchen. Mhm. Moin. Morgen, Herr Mann. Guten Tag, Herr Fektor. Ja, Kommissar Wittner, Sie haben mich eingeladen, Ihrem Geschäft die kirchliche Weihe zu geben. Ich will das als Schausteller, Seelsorger sehr gerne tun. Sie wissen, der Segen Gottes ist keine Zauberformel. Wir stellen uns unter seinen Schutz und seine Güte, weil wir hier ja mit viel Technik zu tun haben, gerade im Schaustellergewerbe. Und Sie haben einen äußerst modernen, einen schnellen und interessanten Betrieb, der aber auch von vielen, vielen Faktoren abhängt. Und damit immer das alles gut geht, lasset uns beten. Herr Jesus Christus, wir rufen deinen Segen auf dieses Geschäft herab. Herr, wir vertrauen uns dieser Technik an. Wir wissen, dass wir nur schwache Menschen sind und dass manches eben nicht in Ordnung sein wird. Herr, wir bitten dich um deinen Schutz für uns, für unsere Besucher, damit kein Unfall passiert. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, mein herzlichen Glückwunsch. Gute Fahrt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. So. Danke. Viel Glück euch. Danke. Kann ich gebrauchen. Vielen Glück. Danke. Kann ich gebrauchen. Walter, geh. Ganz neu dieses Jahr, echt. Ja, oder? Ja. Herzlichen Glückwunsch. In gleicher Weise wird auf Pützchens Markt, wenn die Eigentümer dies wünschen, Gottes Segen ebenfalls auf neu beschaffte Verlosungsunternehmen, Schauhallen und Wohnwagen herabgerufen. Dass man gelegentlich auch die Kasse einbeziehen möchte, ist menschlich durchaus verständlich. Ja, so. Dass sie immer voll wird. Also gut.
Kurz vor 10 Uhr läuten die Glocken von Pützchen zur Sonntagsmesse, obwohl die Pfarrkirche heute geschlossen bleibt. Die Gemeinde nimmt am Schaustellergottesdienst teil, der im größten Restaurationsbetrieb auf dem Marktplatz stattfindet. Am Eingang der Festhalle mit der kennzeichnenden Aufschrift Oberbayern drängen sich zum Beginn des Gottesdienstes viele Besucher. Das Zelt ist für 3000 Jahrmarktgäste ausgelegt, die alle an Tischen Platz haben. Zur Messe am Marktsonntag kommen außer den Schaustellern und den Bürgern von Pützchen von Jahr zu Jahr ständig mehr Fremde aus der näheren und weiteren Umgebung. Zum Beispiel aus Bad Honnef und Königswinter, aus den Ortschaften im Siegtal und am Vorgebirge sowie aus Köln. Zum Teil sind dies die gleichen Orte, aus denen vor 1935 Wallfahrtsprozessionen zum Fest der Heiligen Adelheid nach Pützchen zogen. Und an ihrer Spitze den Schaustellerseelsorger Vater Heinz-Peter Schönig. Wir begrüßen die vielen Marktbesucher und ich darf schließlich meine eigenen Pfarrkinder begrüßen und wünsche, dass wir nun zu Ehren der Heiligen Adelheid diesen Gottesdienst feiern und dass aus unserem gemeinsamen Beten und Singen Freude komme für diese Tage. Der Altar ist auf dem Podium errichtet, auf dem sonst die Zeltmusik zur Unterhaltung der Kirmesgäste aufspielt. Der Männerchor und das Blasorchester, die zur Gestaltung des Zeltgottesdienstes zugezogen sind, kommen aus der Umgebung von Pützchen. Wir haben uns an diesem Sonntag hier auf dem Festplatz versammelt, um dein Wort zu hören. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine lieben Schausteller, alle, die Sie hier auf Pützchens Markt arbeiten, meine lieben Gläubigen aus der Stadt und Umgebung. Ich glaube, ich brauche hier keine großen Erklärungen mehr abgeben, warum wir hier inmitten des Festplatzes diesen zu uns einer schönen Tradition gewordenen Gottesdienst hatten. Sie alle wissen, dass dieses Fest, dieser Jahrmarkt um eine Wallfahrt entstanden ist, die Wallfahrt zur Heiligen Adelheid. Und Sie wissen, dass dieses Fest einen religiösen Inhalt hat, dass aber auch die Freude im Christenleben einen berechtigten Platz hat
und deswegen um dieses Fest herum das Volksfest der Vergnügungspark entstanden ist. Und ich bin sehr dankbar und sehr froh, dass diese beiden Dinge zusammengehören und dass wir nicht in einer Isolation einen Schaustellergottesdienst hier allein feiern, sondern dass Sie als lebendige Gemeinde mit dabei sind. Dass die Schausteller nicht irgendeine Randgruppe der Kirche sind, sondern vollwertige Mitglieder. Und dafür an dieser Stelle allen, dem Pfarrer, dem Pfarrgemeinderat, seinen Helfern, dem Bezirksausschuss, allen, die hier mit Pützchensmarkt zu tun haben, ein recht herzliches Vergeltgott. Ein herzliches Vergeltgott unserem lieben Gemeinschaftsstab, dem Festwirt hier, seinen Mitarbeitern, dass wir hier diesen Gottesdienst in diesem Zelt halten dürfen. Meine lieben Freunde, gestatten Sie mir ein kurzes Wort in den Sonntag hinein. Wir haben gerade eben gehört aus dem Jakobusbrief, was nützt es, wenn einer sagt, er habe den Glauben, aber es fehlen ihm die Taten. Das ist ein ganz knallhartes Wort, meine lieben Freunde. Und hier wird der Finger auf eine Wunde im Christenleben gelegt, die leider Gottes immer wieder aufbricht. Sehen Sie, meine lieben Freunde, wir sind alle nur Pilger auf dieser Erde, Wanderer. Und wenn dieser schöne Sonntag heute vorbei ist, ist eben auch wieder ein Tag unseres Lebens dahin. Und haben Sie heute Abend nur Fragen, ist er in den Augen Gottes etwas wert gewesen oder nichts? Oder habe ich ihn sinnlos verplempert? Und wir wollen auch Christus heute wieder versprechen, dass wir versuchen wollen, ihm dieses Kreuz nachzutragen. Und dass wir dann, wenn er uns in Stunden der Not und in Stunden der Einsamkeit und Krankheit dieses Kreuz schickt, dass wir es eben annehmen, mit schwerem Herzen, aber auch, dass wir ihn darum bitten, dass er uns die Kraft schickt, es zu tragen. Amen. Im Festzelt, das zum Gottesdienst bis auf den letzten Platz gefüllt ist, bleiben die Grillöfen für die Zubereitung der Schweinshaxen und Hähnchen zur anschließenden Versorgung der Gäste in Betrieb. Während der Zeltmesse, die der Schaustellerpater mit zwei weiteren Priestern als Dreiherrenamt zelebriert, dabei befindet sich der Pastor von Pützchen, wird von Vertretern der Schausteller und von den Mitgliedern der Pützchener Schützenvereinigung Kollekte gehalten. Die auf Serviertabletts zusammengetragenen Spenden sind für die Schaustellerseelsorge bestimmt. Der Zeltgottesdienst für die Kirmesleute wurde 1963 eingeführt, knüpft jedoch an eine ältere Tradition an. Als in Pützchen der Hauptmarkttag am 2. Septembersonntag noch mit dem Fest der heiligen Adelheid am Ende der Adelheidiswallfahrt zusammenfiel, beteiligten sich viele Schausteller an der Pilgermesse in der Pfarrkirche. Nach der Trennung von Jahrmarkt und religiöser Feier, das Fest der heiligen Adelheid wurde 1935 um eine Woche vorverlegt, ging der unmittelbare Zusammenhang der beiden Ereignisse verloren. Die fahrenden Eigner der Buden und Karussells verehrten die Wallfahrtsheilige jedoch weiterhin an ihrem alten Haupttermin durch den Kirchenbesuch und durch den Besuch am Adelheidisbrunnen. Mit der Schaustellermesse, an der umgekehrt heute die ansässige Bevölkerung teilnimmt, ist der ursprüngliche Bezug wiederhergestellt. Wie in der Predigt zum Ausdruck kam, wird der Zeltgottesdienst auf Pützchens Markt zur Verehrung der heiligen Adelheid abgehalten.
Dies erklärt vielleicht auch, warum ihm so viele Gläubige aus dem Ort und aus dem früheren Zuzugsbereich der Wallfahrt beiwohnen und warum stets ein Chor und ein Blasorchester aus dem Umkreis von Pützchen mitwirken. Im vollbesetzten Zelt sind die Kirmesleute bei weitem in der Minderzahl. So wie dies früher in der Pfarrkirche von Pützchen üblich war, lassen manche Schausteller nun die Kindtaufen oder auch die Trauungen beim Gottesdienst im Zelt am alten Termin des Adelheidesfestes vornehmen. Mit diesem schönen Gruß, meine lieben Freunde, wollen wir die Eucharistiefeier beenden. Aber wir haben anschließend noch die Taufe eines Schaustellerkindes. Ich darf Sie sehr herzlich bitten, noch da zu bleiben und so gleichsam als 4000 Taufzeugen zu fungieren. Ein besonderer Dank geht noch einmal der Musik und den Chören. Wir sind auf einem Festplatz, wo alles Gute mit Beifall belohnt wird. Es tut der Andacht meinen Abbruch, wenn wir jetzt unseren Musikern und Sängern einen herzlichen Beifall schenken. Ihnen allen aber wünsche ich noch einen schönen Sonntag auf Pützchens Markt und so Gott will, ein großes und gesundes Wiedersehen im kommenden Jahr. Der Herr sei mit euch. Gesegnet euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Nach Beendigung des Gottesdienstes werden die Vorbereitungen für die Taufe getroffen, bei der alle Anwesenden zu Taufzeugen aufgerufen sind. Eltern und die Taufpaten, die aus der Verwandtschaft der Schaustellerfamilie stammen, begeben sich mit dem Täufling zum Altar. Wir begrüßen unseren Täufling, es ist ein Mädchen, und wie soll der Name sein? Marion Adelheid. Liebe Eltern, Sie haben für Ihr Kind die Taufe erwähnt. Damit erklären Sie sich bereit, es im Glauben zu erziehen, und soll Gott und den Nächsten lieben lernen, wie Christus es uns vorgelegt hat. Sind Sie sich dieser Aufgabe bewusst? Liebe Paten, die Eltern dieses Kindes haben Sie gebeten, dass... Von draußen, wo auf der Festwiese der Jahrmarktrummel inzwischen begonnen hat, dringt der Lärm der Vergnügungsbetriebe ins Zelt. Marion Adelheid, mit großer Freude rief die christliche Gemeinde auf. In ihrem Namen bezeichne ich sie mit dem Zeichen des Kreuzes. So rufen wir jetzt miteinander die Heiligen an, besonders die Namenspatrone dieses Kindes.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Heiliger Johannes der Täufer, bitte für uns. Heilige Adelheid, bitte für uns. Alle Heiligen Gottes, liebe Eltern und Vater, dieses Leben soll wachsen und dem Bösen widerstreben können. Deshalb sollen Sie Ihr Kind im Glauben erziehen. Wenn Sie bereit sind, als gläubige Menschen diese Aufgabe zu überleben, dann sagen Sie jetzt im Gedenken an Ihre eigene Taufe den Bösen ab. Ich widersage. Vater und Adelheid, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe Brüder und Schwestern, diesem Kind wurde in der Taufe das neue Leben geschenkt und so heißt und ist es ein Kind Gottes. Für die Anhänglichkeit, die die Schausteller bis heute zur Wallfahrtsheiligen von Pützchen bewahren, ist der Taufname Marion Adelheid kennzeichnend. Wenn die religiösen Handlungen im Festzelt beendet sind, ist es Mittagszeit. Ohne Übergang schließt sich der Gaststättenbetrieb mit dem Bierausschank an. Speisen, die während des Gottesdienstes zubereitet wurden, können jetzt serviert werden. Den größten Zuspruch im Bayernzelt findet Sauerkraut mit Schweinshaxe. Die eingearbeiteten Kellnerinnen, die Dutzend Bierkrüge und mehr auf einmal austragen, wurden zur Eröffnung von Pützchens Markt am vergangenen Freitag mit angehängten Sonderwagen eines D-Zugs aus dem Alpenvorland herbeigeholt. Zur deftigen Kost und zum Bier spielt die Zeltmusik mit dem Schlager vom Münchner Hofbräuhaus auf. Es gibt hier zwei fest engagierte Trachtenkapellen, die einander in regelmäßigen Abständen ablösen. Zur Bedienung der Kirmesgäste, auch mit Krimskrams für Kinder, mit Seppelhüten oder mit Salzbrezeln, sind insgesamt 120 Personen eingesetzt, sodass bei den Bestellungen kaum Wartezeiten entstehen. Das Festzelt füllt sich nicht nur zum Mittagessen. Der Hauptbetrieb beginnt abends, wenn die vom Marktbummel ermüdeten Kirmesbesucher sich beim Bier erfrischen. Dies trifft auch für die 6 übrigen Großrestaurationen zu, die alljährlich hier ihre Zelte aufschlagen. Auf dem Festplatz läuft der Vergnügungsbetrieb nun in vollen Touren. Bei den Schaulustigen, die sich in den Budengassen drängen, sind auch die Gottesdienstbesucher. Die meisten halten ihren Rundgang gleich anschließend.
Das Nebeneinander von erbaulich-religiösem und sinnenfrohem Erleben gehört seit dem Bestehen von Pützchens Markt zum besonderen Gepräge. Es sind nicht ganz 1000 Stände aller Art, die sich auf der großen Festwiese und auf einigen Straßen im Ort für 5 Tage eingerichtet haben. Bei annähernd gleich großer Gesamtfläche hat ihre Anzahl seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts abgenommen. Damals gab es hier zum Adelheidisfest noch einen regelrechten Wallfahrtsjahrmarkt mit vielen kleinen Kramhändlern, Garküchen, Schankbuden, Glücks- und Belustigungsgeschäften. Nach dem Marktregister wurden zum Beispiel im Jahre 1835 rund 1400 Berechtigungsscheine für Standplätze ausgegeben. Heute überwiegen die Großunternehmen und die großen, technisch aufwendigen Fahrgeschäfte. Fast in jedem Jahr kommen Novitäten hinzu, wie dieser Mondlift, der am Morgen mit dem kirchlichen Segen eingeweiht wurde. Die abenteuerliche Schleuderfahrt erreicht eine Höhe von 25 Metern und galt im Jahr der Filmaufnahmen als besondere Attraktion. Bei den Schaustellern ist es üblich geworden, neue Errungenschaften erstmals auf Pützchens Markt herauszubringen. Weil hier im ursprünglichen und neuerdings wiederhergestellten religiösen Zusammenhang ein besonderer Anlass besteht. Auch die Orgel, die von dem Schausteller neu angeschafft wurde, der die Achterbahn betreibt, wird am Marktsonntag mit dem kirchlichen Segen bedacht. Denn gerade die Orgel ist ein Stück Volksfestromantik. Und gerade hier auf Pützchens Markt, wo eine solche Verbundenheit ist zwischen Wallfahrt und zwischen Volksfest, wo ja praktisch der Vergnügungspark um die Wallfahrtskirche entstanden ist. Die Schaustellerfamilie, die mit der Achterbahn von Kirmes zu Kirmes reist, hat ihren Wohnsitz in Beuel bei Pützchen. Und wir wollen auch diese Orgel den Segen erteilen und Ihnen als Besitzer auch alles Gute. Vater, Sohn und des Heiligen Geistes. Amen. Das Hippodrom, eine Reitbahn mit Menagerie, ist aus einem Zirkusunternehmen entstanden, das früher auf Pützchens Markt häufig gastierte. Im rückwärtigen Bereich hinter der Schaufassade der Gassenfront, wo die Wohn- und Stallwagen abgestellt sind, hat der Eigner des Hippodroms seine Tiere auf den freien Gang bringen lassen. Ein Pony, das freilich schon einige Monate alt ist, soll hier auf Pützchens Markt getauft werden. Der Schaustellerpater, der nach dem Zeltgottesdienst die Besuche bei den Kirmesleuten fortsetzt, trifft zur abgesprochenen Zeit beim Hippodrom ein. Der vom früheren Zirkusdirektor selbst betreute Elefant ist so zahm, dass er am angewiesenen Platz stehen bleibt. Lieber Herr Bügler, Sie haben mich gebeten, Ihre Tiere zu segnen. Und als alter Zirkusdirektor wissen Sie ja, das alte Sprichwort, an Gottes Segen ist alles gelegen. Wir wollen das Tier, das Geschöpf Gottes, im Dienste des Menschen, der Elefant, die Pferde in ihrer Reitbahn jetzt, die anderen Freude bringen, unter diesen Schutz stellen. Ich segne nun diese Tiere
im Namen auch der Patrone, des heiligen Leonhard und des heiligen Wendelin, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Kranz wird nun die Namensgebung Ihres neugeborenen Ponys vornehmen. Lieber Herr Büchner, Sie haben ja auch gebeten, dem schönen, herrlichen Pony hier einen Namen zu geben. Und ich habe gehört, es ist jetzt 3 Monate alt. Und ich hoffe und wünsche, dass dieses herrliche Tier auf allen Festplätzen den Kindern noch recht viele Freude bereiten wird. Da nun dieses schöne Ereignis hier Pützen abwickelt, gebe ich den Namen Pütz. So. Hallo. So. Herr Kranz, ich danke Ihnen vielmals. Ich freue mich, dass gerade Sie diese Taufe vorgenommen haben. Und ich hoffe, dass wir noch lange uns in Pützchen wiedersehen. Der Tiersegen wurde vom Geistlichen unter Berufung auf die Pferde- oder Viehpatrone St. Leonhard und St. Wendelin erteilt. Abmarsch! 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 Abmarsch. Danach hat der Marktbürgermeister, der für den Ortsteil Pützchen zuständige Vertreter der Stadt Bonn, die Namensgebung mit Sekt vorgenommen. Der Taufname Pütz bedeutet in der gebräuchlichen Mundart so viel wie Brunnen. Gemeint ist hier der Brunnen der heiligen Adelheid, nachdem sowohl der Ort als auch das Marktfest benannt sind. Auf dem Rücken des Elefanten können gefahrlos mehrere Kinder sitzen. Er dient in der Arena als Reittier. Im Hippodrom, wo neben der Reitbahn auch eine Zeltgastronomie betrieben wird, kommen am Marktsonntag die Schausteller, soweit sie sich freimachen können, zu einer kleinen Gesprächsrunde zusammen. Mammut ist mein Sohn. Ja, aber Herr Pastor, wir wollen dem lieben Gott danken, dass er es hat nicht regnen lassen. Sonst wären nämlich Zahlungsverpflichtungen, die wir hier auf Pützes Markt gestellt haben, nicht eingehalten. Das ist der böse Wort. Und die Seele, lieber Gott, hat mit Ihnen ein Einsehen. Ja. Immer, immer. Aber am Pützes Markt richtet sowieso nur ein einziges Mal. Ja. Wo haben Sie Ihr Winterquartier? Mein Winterquartier sind Hörs. Da habe ich einen Bauernhof gemietet. Ja, dieses Jahr wird es auch Futterprobleme geben. Das Futter ist ja sehr teuer geworden. Das ist das schlimmste Problem, was wir zurzeit haben. Wie viele Pferde haben Sie denn zurzeit? Ich fahre von hier aus nach Oldenburg, 10 Tage zum Kramermarkt. Von da aus fahre ich nach Bremen, 16 Tage. Und dann nochmal 30 Tage Hamburg der Winter durch. Sodass wir dann ungefähr am 15. Dezember zu Hause sind. Und dann gibt es Weihnachtsferien. Und dann macht die Weihnachtsferien, dann macht die Mutter erstmal alles für meine 10 Enkelkinder. Die kauft ja noch die Sachen ein, die sie noch nicht gekauft hat. Enkelkinder hat sie? 10 Stück. Ja, alles Fälle auf. Ja, und wenn ich Ihnen was berichten darf über die Saison, wenn der eine sagt durch die Hitze und der andere sagt mal durch das kühle Wetter, im Durchschnitt sind alle Leute bei uns zufrieden. Guten Tag. Ja. Herr Winter, wurde heute als Geschäft eingeweiht. Herr Winter, grüße Gott. Herr Winter. Herzlichen Glückwunsch noch. Ja, wir haben uns schon gesehen. Ja, einmal hält besser. Ja, das ist der Kaplan von hier. Aus Beul, mit aller Hälfte. Kann man nicht vorstellen. Kennst du ihn? Angenehm, ja. Damit werden Sie hier blasen. Sie anschließen ihn jetzt von hier aus, von Pützchen. Von hier? Ja. Nach Gütersloh und dann Bremen. Ah, ja, da. Und mit wie vielen Waggons fahren Sie eigentlich mit dem Geschäft? 7,5. Ganz schöne Anzahl, nicht? Herr Rupp ist der seefahrende Zirkusdirektor. Der einzige Seereisende, behaupte ich, und es ist wahr. Hauptthemen der Gespräche, an denen auch die Geistlichkeit teilnimmt, sind das Wetter an Pützchens Markt, das ständige Umherreisen von Festplatz zu Festplatz und die Winterquartiere. Wird uns das Gottniveau schmecken. Ja. Von der Witterung an den Markttagen hängt der geschäftliche Erfolg weitgehend ab, da die Besucherzahl bei Regen merklich nachlässt. Die Zusammenkunft der Leute vom reisenden Jahrmarktgewerbe beim früheren Zirkusbesitzer zum geselligen Austausch der Erlebnisse und zum gemeinschaftlichen Essen ist in Pützchen seit Jahren fester Schaustellerbrauch. Er knüpft hier an eine ältere Überlieferung an. Gemeint ist das Treffen, das bis zum letzten Krieg alljährlich von den Zigeunersippen an Pützchens Markt abgehalten wurde.
Die reisende Faustkampfarena, die in diesem Jahr zum 25. Mal auf dem Festplatz gastiert, wirbt Leute aus dem Publikum, sich mit den eigenen Athleten zu messen. Wir starten, wir beginnen jetzt. Deutschlands größte und populärste Boxschau, Deutschlands jüngste und stärkste Kampfstaffel. Ein kurzes Auflockerungstraining, auf geht's. Achtung, Damen und Herren, wir starten, wir beginnen jetzt, schauen Sie. Hier ist das, was Sie suchen. Da hat sich jeder Sportsmann angemeldet. Er fordert unseren Catchermeister im Catch-Catch-Can heraus. Junge Mann, wir kämpfen im freien amerikanischen Kampfstil, wo alles erlaubt, wo alles gestattet ist. Wenn es Ihnen gelingt, den Catchermeister zu bezwingen, so zahle ich die Prämie von 50 Mark. Reicht dich aber sportlich die Hand. Vor und nach dem Kampf kein Hass, keine Feindschaft und zeigt eine Kampfstellung. Hier ist das, was Sie suchen. Achtung, Damen und Herren. Die Schau der Sensationen, hier ist die Schau, wovon man spricht. Schauen Sie. Deutschlands größte und populärste Boxschau auf Reisen startet und beginnt jetzt. Dieses war nur noch einmal ein kurzes Zeichen, ein kurzes Signal, was in dieser ersten Vormittagsveranstaltung für harte, aber seriöse Faustkämpfe gezeigt und geboten werden. Fast alle Schaustellerbetriebe kommen seit Jahrzehnten immer wieder hierher. Ihre Treue zu Pützchens Markt wird bei Jubiläen vom Marktamt in besonderer Weise öffentlich gewürdigt. Meine Damen und Herren, in Vertretung des Bürgermeisters von Pützchens Markt nimmt hier der Amtsleiter des Marktamtes, Oberamtsrat Jörg Bickel, die Ehrung für Frau Schütz vor. Bitte schön, Herr Bischof. Sehr geehrte Frau Schulz, wir kommen 25 Jahre nach Pützchen, wir sind mittlerweile in Pützchen oft ansässig geworden, was uns, die Stadt, sehr freut. Für Ihre Treue, die Sie den Platz bewahrt haben, für Ihr immer gutes und ausgezeichnetes Verhalten und Zusammenarbeit mit dem Markt, möchte ich Ihnen hier ein Bild, ein Stich überreichen von der Stadt Bonn und hoffen, dass Sie noch viele Jahre gut bei uns zu Gast sein werden. Herzlichen Glückwunsch! Die Ehrengabe besteht aus einem Bild auf einer Metallplatte, das die Stadtansicht Bonns nach einem Merianstich von 1646 zeigt. Herzlichen Glückwunsch, liebe Freundin, und für später alles Gute. Vielen Dank, ich danke der Stadtverwaltung für die Ehrung und habe mich riesig gefreut für das Vertrauen, das man in uns setzt. Und wünsche, dass mein Sohn, der jetzt das Geschäft übernommen hat, genau die Tradition fortführt, die wir so viele Jahre durchgeführt haben. Vielen Dank. Auch diese Familie, die das Schaugeschäft seit mehreren Generationen betreibt, hat sich in der Nachbarschaft von Pützchen angesiedelt. Deutschlands größte, Deutschlands populärste Halle. Hallo, Damen und Herren, kommen Sie ruhig etwas näher an den Schauplatz heran hier. Nach lückenlosem Plan für die Wochenenden im Sommerhalbjahr bereist sie mit ihrer Sportschau die großen Kirmesplätze in der ganzen Bundesrepublik. Die Eigner dieses Glücksbazars können ebenfalls auf eine lange, ununterbrochene Zeit der Beteiligung an Pützchens Markt zurückblicken, die sich zu einem Jubiläum gejährt hat. Die Gewinne, die man heute mit Losen zieht, wurden früher mit dem Glücksrad ausgespielt. Marktjubilare werden auch dann gefeiert, wenn sie in der Vergangenheit das Geschäft wechselten, etwa von der Losbude zur Schiffsschaukel. Die offizielle Anerkennung, die der Leiter des Marktamtes im Beisein des Schaustellersprechers vornimmt, kommt im Jahrmarkttrubel oft nicht recht zur Geltung. Darum hat man sie neuerdings auf Freitagnachmittag gelegt, wenn Pützchens Markt vom Bonner Oberbürgermeister mit dem Anstechen eines Bierfasses im Bayernzelt eröffnet wird. Kommen Sie jetzt, machen Sie mit. Seien Sie dabei, holen Sie mal die Auswahl. Die nächste große Feierauswahl hier beim Glücksbazar, meine Damen und Herren. Spielen und gewinnen bei uns. Sonntagnachmittag wird von den Ordnungshütern des Marktamtes in der Budenstadt immer der größte Besucherandrang verzeichnet, den man auf mindestens 250.000 Menschen schätzt.
Das Gedränge in den Zeltgassen des Marktplatzes am nördlichen Rande des Siebengebirges ist dann so groß, dass eine Fortbewegung praktisch nur noch im Fluss des allgemeinen Menschenstroms möglich scheint. Da weitaus die meisten Besucher mit dem Auto auf den Hauptverkehrsstraßen anreisen, die sich im Bereich östlich der Bonn-Beueler Rheinbrücke aus allen Richtungen treffen, kommt es hier in diesen Tagen regelmäßig zu kilometerlangen Stauungen. Die provisorischen Parkplätze sind auf den abgeernteten Äckern und Wiesen rund um den Ort angelegt. Seit Anfang der 70er Jahre übersteigen die Besuchermassen an den 5 Markttagen insgesamt fast immer 1 Million. Sie kommen nicht nur wegen der technisch erstaunlichen Großeinrichtungen hierher, die auf manchen anderen Volksfesten keinen Platz finden. Es ist auch die besondere Atmosphäre auf Pützchens Markt, die im Zusammenhang mit der alten Überlieferung anziehend wirkt. An den früheren Jahrmarkt erinnern die vielen Kleinstände, wie dieser, der als Hau den Lukas bezeichnet wird. Mit dem Hammerschlag, der an der aufragenden Schiene einen Läufer hochtreibt, kann man seine Kraft erproben. Der Silhouettenschneider gehört zu den Raritäten auf den Volksfesten. Die Schattenrisse, die er im Scherenschnitt herstellt, gelten als Vorläufer der Fotografie. Auch heute noch werden solche Abbildungen gerne als Andenken mit nach Hause genommen. Als Überbleibsel des alten Wallfahrtsmarktes sind vor allem die Verkaufsstände für Hausgerät, Geschirr und Textilien zu nennen, die allerdings von den Vergnügungsgeschäften schon vor Jahrzehnten ganz an den Rand des Festplatzes gedrängt wurden. Nach der Marktordnung von 1822 hatte jeder Krämer das Recht auf Zuweisung eines Standplatzes zum Ausstellen seiner Ware. Wer mehrere Jahre hintereinander kam, durfte den gleichen Stellplatz fordern. Da diese Regelung auch heute noch für die Kirmesgeschäfte gilt, findet der Besucher alljährlich annähernd dieselbe Marktanlage vor. Die Zuckerwarenbude mit den süßen Sachen zum Beispiel hat ihren Platz seit langem am Rand der Straße, die in den Ort hineinführt. Solche Lebkuchenherzen mit allerhand neckischen Sprüchen wurden früher von den Wallfahrern gerne als Mitbringsel gekauft. Auf der Marktstraße, der Hauptverbindung zwischen dem Festplatz und der Kirche mit dem Adelheidisbrunnen, die weiter außerhalb an das Fernverkehrsnetz angeschlossen ist, strömen auch am späten Sonntagnachmittag unablässig große Besucherscharen herein. Ich bin der weiße Riese. Ich bin ein Geist. Was meinte er, Beist? Ich will haben eine vollen Schnabel. Moment! Ich bin gekommen, um euch abzuholen. Und wir sind gekommen, um dir das Fell zu versohlen. Moment! Ich stoße! Du hast Ziegenbock. Mit dem Kasperltheater, das in einer Baulücke Platz gefunden hat, mit dem Parterre-Akrobaten vor der Marktschenke, der sich auf den Kopf stellt, um bei den vorübergehenden Geldspenden locker zu machen, und mit manchen anderen Darbietungen erinnert die Hauptstraße von Pützchen an das Getriebe beim früheren Wallfahrtsmarkt. Wo Stellflächen zu finden sind, haben sich kleinere Stände eingerichtet. Die älteren Einwohner von Pützchen wissen noch, dass die Wohnhäuser auf beiden Straßenseiten in den 30er Jahren mit Jahrmarktsbuden fast zugebaut waren. Wer eine Einfahrt besaß, richtete dort und im Hof dahinter für die Festtage eine Schankwirtschaft ein, ähnlich wie sie hier von der Karnevalsvereinigung der Beueler Stadtsoldaten betrieben wird. Außer selbst gebackenem Kuchen, der Jahreszeit entsprechend, war es meist Prometat, bot man Bier, Wein, Kaffee und belegte Brote an.
Die Höfe an der Marktstraße von Pützchen, die das Jahr über dem landwirtschaftlichen Betrieb dienten, sind aus diesem Grund meist überdacht und mit festem Bodenbelag versehen. Zum Adelheidisfest stellte man Tische und Stühle auf und der Ausschank bekam seinen Platz in der Toreinfahrt. Die Hauswirtschaften an Pützchens Markt, von denen heute nur noch einige von Vereinen eingerichtet werden, kamen im Zusammenhang mit der Wallfahrt auf. Früher waren hier alljährlich in der Nacht zum 2. Septembersonntag große Massen von Pilgern unterzubringen und zu beköstigen. Der Jahrmarkt wurde erst 1806 auf den Platz am Ortsrand gelegt. Bis dahin fand er in der Nähe der Wallfahrtskirche statt. Am Marktgeschäft, das ursprünglich den Bewohnern manche Einnahmen brachte, beteiligen sich nun die Jugendverbände und Ortsvereine. Mit der lebensgroßen Puppe, die eigentlich zum Kirmesbrauch gehört, haben die Schützen ihre Hauswirtschaften gekennzeichnet. Bei der Kirche gibt es noch Händler, die ihre Ware auf einem einfachen Tisch auslegen. Adelheidisplatz und Brunnen in der Grünanlage vor der Kirche sind von Buden fast verdeckt. Es scheint, dass die Stelle von den vorbeiziehenden Marktbesuchern überhaupt nicht wahrgenommen wird. Seitdem das Fest der heiligen Adelheid nicht mehr am Marktsonntag gefeiert wird, gibt es auch keinen direkten Anlass mehr. Wer jedoch näher tritt, kann feststellen, dass sich im stillen Winkel, abseits vom Trubel, den ganzen Tag über ältere und jüngere Menschen einfinden, besonders zahlreich am Nachmittag. Auch bei der Kapelle der heiligen Adelheid, neben dem Wasserpütz, gibt es ein ständiges Kommen und Gehen. Es sind keine Einheimischen und nicht nur Neugierige, die von der Heilkraft der wundertätigen Quelle gehört haben. Wer ans Wasser herantritt, schöpft davon mit der Hand, um sich die Augen abzureiben. Nach altem Volksglauben wurde der Born von der heiligen Adelheid während einer schlimmen Dürrezeit durch ein Quellwunder zum Sprudeln gebracht. Das Adelheidiswasser, das man sogar für die Daheimgebliebenen abfüllt, soll Augenerkrankungen vorbeugen, Augenleiden heilen und die Sehkraft stärken. Im vorigen Jahrhundert benutzte man die Quelle auch zum Trinken oder sogar zum Baden, als Heilmittel bei vielen anderen Krankheiten wie Rheuma, Lähmung, Wassersucht und Aussatz. Damals betete man zuvor am Grab der heiligen Adelheid im benachbarten Wielich, wo die vom Volk verehrte Heilige dem 978 gegründeten Frauenstift als erste Äbtissin vorstand. Von einem älteren Mann, der sich vielleicht nicht mehr recht bücken kann, übernimmt hier ein Kind das Taschentuch zum Anfeuchten am Brunnen. Dieser Brunnenbesucher kommt möglicherweise aus einem Ort, aus dem früher eine Wallfahrtsprozession hierher gezogen ist. Nachdem er die Brille abgenommen hat, wischt er sich mit dem nassen Tuch über die Augen. Durch die Volksverehrung der heiligen Adelheid an ihrem Pützchen, durch die dieser Brunnenkult einstmals auch entstand, hat der Haupttag von Pützchens Markt
der am Morgen mit dem Schaustellergottesdienst begann, seinen alten Sinnbezug gewahrt, trotz Abtrennung der Wallfahrt. Obwohl der allgemeine Vergnügungsrummel mit riesenhaftem Zuzug am Marktsonntag in den letzten Jahren mehr und mehr in den Vordergrund gerückt ist, bleibt das größte rheinische Volksfest so doch mit seinen Ursprüngen verbunden.